Ein gutes Listing auf Amazon ist das A und O, da erzähle ich euch nichts Neues. Aber wie genau finde ich heraus, ob mein Listing gut ist, ob ich nicht Potenziale liegen lasse und wie hoch ist eigentlich das Potenzial? Wie du das herausfindest, erkläre ich dir nach dem Intro. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Lindner und ich bin hier bei AMZ Pro. Dein Gastgeber. Hier geht es vorrangig um die Produktion in China und den Verkauf auf digitalen Marktplätzen, also wie zum Beispiel Amazon, eBay und im besten Falle auch dein eigener Online-Shop. Wenn du also im E-Commerce unterwegs bist oder willst es werden, dann solltest du jetzt direkt den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit du informiert bist, sobald ich hier ein neues Video für dich hochlade. Und tu mir noch einen zusätzlichen Gefallen, drück den Daumen nach oben, so kann ich hier auf YouTube noch mehr Menschen erreichen. Aber lass uns direkt in das Thema einsteigen, und zwar geht es heute um dein Amazon-Listing. Wir wissen alle, Amazon-Listing, also die Produktbeschreibung, der Titel, der Text, die Bilder, whatever, gehört dazu, damit du erfolgreich auf Amazon handeln kannst. Und die Frage ist immer, was ist ein gutes Listing, was ist ein schlechtes Listing, was muss rein, welche Parameter sind super wichtig. Und vor allen Dingen, wie groß ist eigentlich das Potenzial für meinen Artikel? Und das ist, glaube ich, die allerwichtigste Frage, die sich viele stellen. Wie hoch kann ich den Umsatz einschätzen, gemessen an Wettbewerb? Und wie viel Potenzial habe ich davon? Und diese Frage werden wir heute hier in diesem Video beantworten. Und dazu hilft uns mein Lieblingstool im Amazon-Bereich, und zwar Helium 10. Helium 10 kannst du hier direkt unten drunter im Link finden. Und mit dem Code AMZPRO50 bekommst du 50% auf den ersten Monat Rabatt. Also ideal, um das Tool einfach mal auszuchecken. Und da gibt es ein neues Modul bei Helium 10, das ist brandfrisch. Und heißt der Listing Analyzer. Und was der kann und wo er dir mit deinem Business helfen kann, das zeige ich jetzt hier an meinem Bildschirm. Alright, willkommen auf meinem Bildschirm und hier direkt sind wir schon in Helium 10 eingeloggt. Auf der linken Seite in der Navigation findet man hier unter Listing Optimization den Listing Analyzer, und ich habe mir das jetzt schon mal aufgerufen. Und im Prinzip fängt man damit an, dass man hier einfach mal eine ASIN oder eine URL eingibt. Und ich muss gerade noch mal ganz kurz voranschieben, dass wir hier auf die Monthly Searches beschränkt sind auf 100. Ich habe jetzt schon 5 ausgeführt, das heißt, ich habe jetzt noch 95 frei. Hier gibt es eine Limitation, weil die Rechenleistung, die dieses Modul abverlangt, im Hintergrund von Helium 10 ist dermaßen hoch, dass sie das nicht unlimited anbieten können. Ich glaube, man versteht das auch. Und ich glaube, 100 reicht auch vollkommen. So, tragen wir jetzt hier mal eine ASIN ein. Das ist nicht meine ASIN, das ist die von einem Anbieter von einem Baby-Badetuch. Ecomum heißen die. Und wir können uns mal das Listing anschauen. Wenn ich hier mal reingehe, das ist im Prinzip hier dieses Listing, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das hat hier auch ein Evaluation Result von 10 von 10. Also schon ganz gut. Wir gucken gleich mal, was der Listing Analyzer dazu sagt. Also hier haben wir hier überall schön lange Texte, alles sehr gut erklärt. Ne? Bewertungen liegen bei über 1000, sicherlich auch in einem interessanten Bereich. Also etwas, was wir uns im Detail anschauen können. Gut, gehen wir hier nochmal zurück. Und ich habe dieses jetzt hier schon mal eingefügt und gehe hier auf Analyze. Und jetzt dauert es ein bisschen, weil, naja, also komplexe Abfragen, was ich schon sagte, deswegen wurde es auch limitiert. Wir hatten jetzt hier gesagt, er hatte 10 von 10 Punkte. Eigentlich sollten hier auch 100% stehen, beziehungsweise 10, aber das tut es nicht. Und zwar aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt hier im Detail uns anschauen werden. Hier auf der linken Seite gibt es eine kleine Tabelle, die heißt Copy Breakdown, also was textlich umgesetzt worden ist. Hier beispielsweise gibt es Emojis oder Symbole in dem Artikel, Titel, nein, und deswegen ist es auch okay, deswegen gibt es einen Haken, gibt mehr als 150 Zeichen, 5 Bullet Points ausgeführt, 150 Zeichen pro Bullet Points sind hier ausgefüllt. Der erste Buchstabe eines jeden Bullet Points ist groß geschrieben, das ist auch sehr gut. Aber hier gibt es zum Beispiel etwas, dass die Bullet Points groß geschrieben worden sind. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, hier im Listing sieht man, dass hier die ersten Sätze immer mit Großbuchstaben anfangen. Also der erste Satz fängt mit Großbuchstaben an. Denn das verstößt hier laut Helium 10 gegen die Term of Service und ist nicht gerne gesehen. Hier gibt es also keinen Pluspunkt. Da steht also keiner auf und klatscht. Und dann haben wir hier mehr als 1000 Zeichen in der Beschreibung oder A plus Content.
Alright, also das Einzige, was hier zu verbessern wäre, in dem Fall bei den Copies, bei den Texten, wäre eben, dass hier dieser Bereich kleiner oder mit Kleinbuchstaben geschrieben werden sollte, also ganz normal, ja, also nicht mit Großbuchstaben durchgehend. Dann haben wir Media Breakdown, also die Bilder haben 1000x1000 Pixel, das ist gut. Das Hauptbild hat einen weißen Hintergrund. Ne, stimmt jetzt natürlich nicht ganz, das passt nicht, die Term of Service werden hier nicht ganz eingehalten, aber gut, das kann Helium 10 auch nicht erkennen, ist verständlich. Aber was es hier noch als Bemerkung gibt, es gibt nicht mehr als 7 Bilder. Ne, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, also 6 Bilder, ein Video. Ja, hier wird zum Beispiel das Video gezeigt oder hier gibt es ein Video. Das hat Helium 10 hier aber nicht erkannt. Deswegen ist diese Angabe hier nicht ganz korrekt. Muss man einfach ein bisschen drüber hinwegsehen. Hundertprozentig ist dieses Tool jetzt noch nicht optimiert. Dann haben wir hier Market Analyze. Jetzt können wir sehen, okay, wir haben hier Sales, 473 Sales und der Average, also der Marktdurchschnitt für dieses Produkt, liegt nur bei 217. Das heißt, ich mache hier einen wirklich großartigen Job. So, dann habe ich hier einen Revenue von 8500. Der Durchschnitt liegt bei 4000. Also auch hier mache ich einen sehr, sehr guten Job. Und der Preis, der liegt bei 17,98 Euro und Marktdurchschnittspreis ist bei 18,87 Euro. Das heißt, ich liege da schon ziemlich gut dran, vielleicht sogar ein bisschen günstiger. Ich könnte jetzt probieren, vielleicht den Preis noch ein bisschen anzuheben. Der Bestseller-Rank ist natürlich klar. Da haben wir mit 569 einen sehr, sehr guten Rank. Ja, der Marktdurchschnitt ist bei 1867. Die Anzahl der Reviews liegt hier bei 997. Und wir haben hier ein Rating von 4,6 anstatt 4,7. Alright, also das sind sehr, sehr gute Informationen, wo ich ungefähr abschätzen kann, wie gut bin ich eigentlich im Durchschnitt mit meinem Produkt unterwegs. Und bei diesem Produkt jetzt hier zum Beispiel, der macht einen ziemlich guten Job und hat hier auch wirklich alle Register gezogen, um erfolgreich zu sein. Ich kann jetzt hier sehen, es gibt also insgesamt 815 Keywords, für die das Produkt drängt, 86 in den Top 10. Das komplette Suchvolumen ist 522.164 und das Suchvolumen aus den Top 10, also das Suchvolumen aus diesen 86 Keywords, liegt bei 40.417 und das sind die 17 Top Keywords. Also eine ganze Menge Informationen, was ich übrigens auch machen kann. Das hätte ich vorhin schon bei der ersten Eingabe machen können, als ich diese Asien eingegeben habe. Ich kann es aber auch im Nachgang machen. Ich suche mir einfach hier einen Wettbewerber raus. Nehmen wir mal den hier. Klicke ich hier mal auf die Werbung und nehme mir jetzt hier mal diesen Wettbewerber raus. So, und trage den mal einfach hier mit ein. Add. So, dann habe ich den zweiten. Und dann nehme ich mir den nächsten Wettbewerber auch nochmal raus. Gehe ich auch wieder hier über die Werbung und gebe das hier auch nochmal ein. Add. So, und wenn ich jetzt hier auf Analyze gehe, überprüft er mir alle drei Produkte. Und das ist die Anzeige etwas anders und etwas detaillierter. Zumindest kann ich jetzt hier feststellen, wie mein Produkt im Gegensatz zu den Wettbewerbern optimiert ist. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Das war mein ursprüngliches Handtuch. Dann habe ich hier einmal dieses Baby-Kapuzenhandtuch. Das ist von der Bewertung 7,4 etwas schlechter. Und das Kaome-Baby-Handtuch, das sieht auch mit 7,9 sehr gut aus. Und jetzt kann ich hier sehen, aufgrund dieser Aufstellung, dass hier beispielsweise alle es im Titel richtig machen und keine Sonderzeichen und Emojis benutzen. Aber es gibt einen, der nutzt weniger als 150 Zeichen in den Titel. Und zwar ist das die IDBWD am Ende. Und das ist der hier. Der hat einen relativ kurzen Titel. Alle nutzen Bullet Points. Alle haben 150 Zeichen in den Bullet Points. Aber hier beispielsweise gibt es einen, der nutzt keine Großbuchstaben am Anfang bei den Bullet Points. Und zwei, die nutzen eben die ersten Sätze mit Großbuchstaben, was bei Amazon nicht so gerne gesehen ist. BWD, gucken wir uns den mal an. Ich gehe hier nochmal rein. Ist das der hier vielleicht schon? So, gebe ich das hier mal ein. So, und hier können wir sehen, er nutzt also eine ganz normale Schreibweise, so wie sich das gehört. Und alle anderen
nutzen hier, wenn ich hier nochmal zurückgehe, die ersten Teile der Bullet Points eben nur in Großbuchstaben. Das ist ein Manko. So, dann haben wir hier 7 Images. Da gibt es dann jeweils ein X. Das passt aber nicht ganz. Das haben wir vorhin schon festgestellt, dass es hier noch einen kleinen Bug gibt. Was interessant ist, ist hier beispielsweise, dass wenn ich jetzt hier einen Artikel auswähle, beispielsweise wenn das mein Artikel hier ist, dann sagen wir mal, das ist mein Artikel, dann kann ich den auswählen und habe hier die Marktanalyse. Einmal hier oben den Artikel, den ich ausgewählt habe, dann den Average und dann den Gruppen-Average. Also Average heißt der Markt-Average, den wir vorhin auch schon hatten. Und der Gruppen-Average ist der Average von diesen drei Artikeln, die ich hier analysiert habe. Und hier kann ich sehen, dass mein Artikel, also wenn das jetzt mein Artikel wäre, der jetzt hier, den ich ausgewählt habe, dass ich ja relativ schwach unterwegs bin. Ja, also ich habe jetzt hier nur 9 Sales im Monat anstatt der Average mit 225 bzw. der Gruppen-Average von 241. Denn Revenue von 197, da stehe ich auch nicht auf dem Klatsch, das ist ja auch relativ wenig, weil wir haben hier ein Average in der Gruppe von 4.300. Und da sehe ich schon, vom Preis her bin ich sehr, sehr sportlich unterwegs. Das heißt also, mein Handtuch ist tatsächlich das teuerste in dem Falle und ich habe auch den schlechtesten Bestseller-Rank überhaupt. Ne? Trotz all dem, dass ich jetzt hier mit diesem Artikel eigentlich ganz gut optimiert hatte, habe ich aber relativ wenig Umsätze bzw. auch ja, relativ schlechte Verkaufsmetriken. Was mir diese Matrix hier allerdings gerade sagt, ist, wie viel Umsatz ich machen könnte, wenn ich mein Produkt vernünftig positioniere und vernünftig im Marketing bediene. Anstatt 9 Sales könnte ich theoretisch, wenn ich nur Durchschnitt wäre, 425 Sales machen. Ja, und ich könnte ca. 4.000 € Umsatz damit machen. Aktuell mache ich 197. Das heißt, ich habe hier eine hervorragende Möglichkeit, das Marktpotenzial eines Artikels zu identifizieren und das in Echtzeit. Zusammengefasst kann ich mit dem Listing Analyzer mein Listing oder auch das Listing eines Wettbewerbers relativ gut analysieren und schauen, wo gibt es noch Potenziale. Auf der einen Seite natürlich, wenn ich das Produkt selber verkaufe, kann ich dadurch mein Listing verbessern. Ich kann feststellen, wie viel Marktvolumen ich eigentlich erreichen könnte, wenn ich alles richtig machen würde. Aber auch wenn ich noch in der Produktrecherche bin, kann ich hier nachschauen, okay, wie groß ist eigentlich der Markt und wie stark ist der Wettbewerb? Wenn ich mir einfach mal die erfolgreichen Produkte im Listing anschaue und analysiere, gibt es danach Potenzial, wo ich, wenn ich mit einsteigen würde, dann die Sache verbessern könnte. Ein ziemlich cooles Tool, würde ich sagen. Und ich glaube, jeder, der ernsthaft mit seinem Listing arbeiten möchte, kommt daran nicht vorbei. Unten drunter findest du den Link zu Helium 10 AMZ Pro 50. Gibt es 50% auf den ersten Monat. Frage des Tages, lass es mich wissen unten in den Kommentaren, was du von dem Listing Analyzer hältst und wo du ihn einsetzen würdest, beziehungsweise ihn bereits einsetzt. Abonniere den Kanal, drück die Glocke, falls du es noch nicht getan hast, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, adios.